Hallöchen, willkommen zurück zu Battletech. Wir sind immer noch für Piraten unterwegs. Wir sollen nach einem Gefecht die Überlebenden etwas unüberlebender machen. Das sollte eigentlich auch relativ schnell gehen. Wir sollen einfach die feindliche Lanze zerstören. Da sprinten wir gleich mal. Oh, jetzt schon Feindkontakt. Sprinten wir gleich mal nach vorne. Good to go. I copy. Hier drüben ist zu nah. Dann sprintest du wirklich relativ weit weg. Okay, das ist ein Initiative 4 Mech. Macht nicht viel. Chris kriegt ihn nicht zu Gesicht. Mit Sprint hat sie zumindest Sichtkontakt. Oh. Zu den anderen beiden da vorne auch. Behemoth. Du springst hierhin zum Schießen. Ja, gib ihm. Das Einzige, was du treffen kannst. Rüstungsmäßig sind die fast komplett am Boden. Ja. Ja, trotzdem alles raus. Ja, den Laser nicht. Brauchen nicht so viel Hitze. Das wird schon reichen, oder? Natürlich nicht. Glitch, hast du Multitarget? Ja, hast du. Dann benutzen wir das auch. Die 15er auf den schon fast kaputten und die 20er auf den anderen. Nur hätten wir doch lieber beide auf den einen genommen. Aber kannst du vorher nicht wissen. Kannst du vorher nicht wissen. Kannst du vorher nicht wissen. Haben die wirklich nur drei? Ein Treffer. Oh, deutlich mehr als ein Treffer. Ja, scheinbar haben die wirklich nur die drei Max. Wir gehen noch ein bisschen näher ran. Und jagen dem hier alles rein. Mach's gut, Commando. Das habe ich auch gesehen. Gut gemacht. Behemoth. Du. Ah, sind eigentlich zu viele für den einen. Fast alles in den da. Alles Mögliche verfehlt. Leck mich am allerwertesten. Multitarget hier und dort. Ja, reicht. Und da auch noch mal ein bisschen was. Also, Glitch. Hau ihn um. Mit 35 Raketen machst du das doch locker, oder? Komm, enttäusch mich nicht. Sehr brav. Puh, längste Mission, die wir jemals hatten. Also, das ging richtig flott. Ja. Was kriegen wir hier noch an Crap raus? Nix Krasses, dann nehmen wir uns den... Ja, dann bauen wir uns den neuen Javelin. Alright, the Javelin 10A, bla bla bla. That mech you wanted is back on
Und der Kommando 2D, dann kann deine Zeit... Oh. Der kann bestimmt besser reden als ich. Der Kommando 2D kann dank seiner vielen KSR-Lafetten und seiner Beweglichkeit mit Max aufnehmen, die doppelt so groß und bla bla bla. Den möchte ich mir wirklich mal angucken. Wie viele Raketen kann man denn in den reinstopfen? Ja, der ist jetzt mit 10 ausgerüstet. Nicht so interessant. Moment. Können wir hier noch jemanden rekrutieren? Nugget. Hat sicheren Stand und Bollwerk. Ja komm, wir nehmen Nugget mit. Und der Laden hat irgendwas Tolles? Nope. Gut, dann bewegen wir uns mal in Richtung Befreiung von Smithen. 20 Tage. Ich hoffe, der Schwarzmarkt wird getriggert. Nein, obwohl wir so dicke mit den Piraten sind. Ach komm schon. Mann. Was? Habitatkapseln auch so für mehr... Für mehr Mech-Krieger, aber sind noch lange nicht voll. Wir verlieren ja ständig welche. Ja, wir erhöhen die Moral. Komm. Dann, willkommen zurück, Mr. G. Der Centurion ist fertig. Sollen wir was umbauen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nee. Komm. Lass gut sein. Die Lounge wird gleich fertig sein. Na komm. Können wir uns auch nachher gleich mal die Sternenkarte angucken, ob wir da auch Reiseziele festlegen können. So, Lounge ist abgeschlossen. Auf Anweisung des Arztes, als du die Krankenstation passierst, hörst du, wie Katja und Chris laut schreien, gefolgt von einem lauten metallischen Knall. Commander, sagt Katja überrascht, als du eintrittst. Wie schön, dass sie sich uns anschließen wollen. Sie hieft sich... Sie sieft... Hey, was ist denn heute los? Ah. Sie hieft sich... halbwegs aus dem Bett und schleift dabei verhedderte Schläuche und Kabel hinter sich her. Du bist doch nur noch einen Tag krank. Die leitende Ärztin dreht sich mit hochrotem Kopf und ziemlich genervt zu der Commander. Ihre Mech-Krieger weigern sich, ihren Trainingsplan zur Genesung einzuhalten. Chris sitzt auf einem nahen Stuhl und hebt nur den Kopf. Kommen Sie schon, alter Quacksalber. Sehen Sie nicht, dass Katja gesund genug ist, um entlassen zu werden? Wie viel Katja während ihres Aufenthalts auf der Krankenstation zu trainieren? Für den einen Tag. Beide halten 50 Erfahrung, okay. Und willkommen zurück, Katja. Und willkommen auf Smithen. Wir haben Smithen erreicht, Commander. Sind Sie bereit, mit dem Auftrag fortzufahren? Nope. Vielleicht doch. Es ist eine Wüste, das heißt, Energiewaffen sollten wir uns sparen. Mit der AK-20 kann er noch was machen. Langstreckenraketen sind okay. Überwiegend Kurzstreckenraketen, ja. Überwiegend Laser, nein. Nochmal einen mit AK-20 dazu nehmen? Ja, komm. Wir nehmen zwei mit AK-20. Katja wird gleich wieder eingesetzt. Sie kommt in den Rocketeer. Da, den muss ich auch noch umbenennen. Und Mr. G kommt hier hin. Aber bevor wir das machen,
Deine aktuelle Hauptmission wird unterbrochen. Okay, ja, ist kein Problem. Wir haben Erfahrungspunkte, noch und nöcher wahrscheinlich. Ah, 4000 hier. Da gehen wir auf Hitze. Gedönse. Chris. Auf jeden Fall mehr Waffengenauigkeit. Glitch. Kriegt den Sensorlock. Ja, das passt so. Katja soll schießen können, nachdem sie soll sich bewegen können, nachdem sie hier geschossen hat. Medusa nichts. Mr. G war einfach nur lange krank. Nugget ist neu. Und ich persönlich möchte mich auch bewegen nach dem Schießen. Wobei das auch nicht verkehrt wäre. Ja gut, wir nehmen das, wo die... Nee, ich arbeite hier auf das Ding hin. Angriffe mit nur einer einzigen Waffe ignorieren die Deckung und geschützt. Das ist sehr nice mit einer AK-20. Gut. Dann... Aufträge... Ja, die Befreiung. Starten wir. Ist das jetzt alles so eingestellt wie... Nein. Da müssen wir wieder umbauen. Den Centurion wollten wir drin haben. Mhm. Die Katja kommt hier in den Rocketeer. Mr. G kommt in den Centurion. Puh. Und dann, auf geht's zur Hauptmission. Guti, wir sollen eine Munitionslagerstätte erobern. Hört sich jetzt nicht so tragisch an. Aber Hauptmission... Oh, Alter. So viele Ziele. Willkommen auf Smith & Commander. Der Großteil der Armee hat sich in der Hauptstadt verstanzt und liefert sich Feuergefechte mit den verbleibenden Kräften des Direktorats. Die Schlacht verläuft zu unseren Gunsten, aber uns geht die Munition aus und da kommen sie ins Spiel. Das Gebäude vor ihnen ist ein Munitionslager von Haus Carrozas, das vom Direktorat gestohlen wurde. Sie müssen es zurückerobern, spüren sie alle feindlichen Einheiten auf und eliminieren sie. Unsere Unterstützungseinheiten kümmern sich um den Rest. Ich habe mehrere Ziele bei dieser Mission hervorgehoben. Ah, habe ich gesehen. Die uns alle in etwa gleich viel Geld verschaffen. Wenn sie einige der Munitionskisten sichern können, die bereits für den Transport vorbereitet wurden, erhalten sie einen Bonus. Wenn sie sogar einen Großteil der Munitionskisten sichern können, erhalten sie eine zweite, kumulative Zahlung. Außerdem werde ich sie für alle während der Mission zerstörten Direktorattransporte entlohnen. Mit diesem Auftrag sind gewisse Risiken verbunden. Die Einrichtung ist gut verteidigt und wenn die Munitionskisten unter Beschuss geraten, richtet die daraus resultierende Explosion enormen Schaden an allen Einheiten im Wirkungskreis an. Das gilt natürlich auch für die Einheiten des Direktorats. Sie können die Kisten also auch selber sprengen. Aber denken Sie dran, dass Sie damit Ihren Bonus aufs Spiel setzen. Good hunting, Commander. Take out those battle mechs and mind the crates. Na dann... Sollten wir mal... die sind alle hier mit sicherem Stand ausgerüstet. Wir haben keinen Sensorlock dabei. Es ist ein bisschen doof. Wir erhalten hier nur Sicht auf eine Munitionskiste. AK-20 und der M-Laser. Wo? Weiß nicht. Hätte ich das gewusst, dass wir hier ein bisschen snipern müssen. Was ist das hier? Ich sehe das Gebäude, aber ich... Ja, ist es noch nicht identifiziert. Na super. Oh, ich bin hier voll auf Kurzkampfgedönse ausgelegt. Damn. Sollen wir hier einmal rumlaufen? Ja. Und Katja... geht hier hin. Order acknowledged. Okay. Da kommt schon mal ein Mech auf uns zu, der andere auch.
Und ein dritter. Das ist ein Spider. Der hat nur M-Laser. Wir halten uns mal kurz zurück. Oh, scheiße. Geschütztürme gibt es hier auch. Dann sollten wir definitiv den hier platt machen. Einfach aus dem Grund, damit wir aus dem Sichtfeld sind, damit die Geschütztürme hier hinten nicht auf uns schießen können. Das Problem ist, ich bin da so richtig im Sichtfeld. Nee. Na gut, ich könnte auf die rechte Seite ausweichen. Ups. Dann machen wir das so. Wir versuchen, den Firestarter umzuklatschen. Das bedeutet auch, Chris muss aus dem... Was schießt denn da auf uns? Hey! Das bedeutet auch, Chris muss aus dem Sichtfeld von dem Dude hier raus. Am besten sprinten wir dafür. Ich bin zwar kein großer Fan davon jetzt, aber... Mr. G. Nee, du kannst ja eigentlich auch nicht wirklich was machen. Ja, ein bisschen doof. Ein bisschen arg doof. Na komm. Da der nicht down gehen wird, kriegen wir ordentlich Geschützturmfeuer auf uns. Ja. Erst den Sensorlock und dann die Raketen mit Vollstoff rein. Nur es geht, es sind mal nicht viele. Okay, die Versorgungslast, der Versorgungslast ist voll mit Munition beladen. Lassen Sie ihn nicht davonkommen. Oh nein, der fährt nach links. Oh Scheiße. Der wird davonkommen. Fuck die Henne. Fuck the duck. Shiat! Ready for orders. Die sieht ihn immer noch nicht. Ich muss versuchen, den Laster einzuholen. Dann stellen wir Katja auch weiter nach links. Die sieht dann immer noch. Oh, die sieht noch keinen. Was sollen wir? Da habe ich zwar Sichtfeld, aber... Ja, wir springen hier hin. Oh, hat er viel ausweichen. Gut, dann müssen wir mit dem Präzisionsschlag agieren. Dann haben wir wenigstens ein bisschen höhere Chance zu treffen. So. Dann kann Katja auch nach links laufen. Oh, hat zwei im Sichtfeld. Ja, der Firestarter kriegt aufs Maul. Mittlerer Torso freigelegt, nice. Mr. G. Der hat die Reichweite für gar nichts. Scheiße, hätte ich das gewusst, dass die LKWs da nach links waren, dann wäre ich nicht nach rechts gelaufen. Dammit. Aber es wird nicht geladen. Nee, nee. Alles, was ich hier mache, das bleibt so. Wenn jemand stirbt, dann ist er tot, da wird keine Mission neu gespielt. Auch wenn uns das teilweise richtig ficken wird. Ein weiterer Versorgungstruck wurde beladen, ist unterwegs. Ich würde die ja gerne zerstören, aber... So viele Gegner. Vielleicht lasse ich die Trucks doch einfach entkommen. Na, darf ich jetzt?
Hallo? Hat aber lang gebraucht, um den Zug zu planen. Ja, schon fast 100 Arme verloren. Ey, so viele Mechs. Okay. What's up, boss? Ach, nee, du, das... Ich hätte für 100 Schaden nur 40% Wahrscheinlichkeit. Ich gehe in den Nahkampfangriff. Wie kann das verfickt nochmal sein, dass ich permanent die 80%igen Nahkampfdinger verdödel? Wenn die Gegner draufhauen, die treffen immer. Immer. Ausnahmslos. Doch am Arsch. Friss das, du Hure. Natürlich! Natürlich! Natürlich geht die AK-20 daneben! Von allen Sachen, die ich da... Oh. Nervig. Nervig, nervig. Oh, kann der Torso nicht kaputt gehen? Oh, ich sehe schon, die Mission wird bescheiden. Locker zwei Max bei drauf gehen sollen dürfen können. Ja, ich stehe mit dem Rocketman hier echt schlecht. Und alle gehen sie auf mich. Nahkampf! Da! Ich meine 15 Schaden, okay, aber der trifft natürlich. Alter! Hat der nächste vielleicht auch noch direkt? Ja, natürlich! Ja, sorry. Kann nicht wissen, dass die links rumfahren. Mhm. Na Gott sei Dank, ey. Spring mal etwas aus der Reichweite raus. Siehst du hier irgendwen? Noch nicht. Good to go. Chris, oh, da werde ich aber so richtig im
Zielfenster. Mr. G. Einen. Immerhin einen. 40%. Querschläger, was habe ich denn da getroffen? Irgendein Gebäude, okay. Standing by. Ah, ich hätte weiter nach vorne gesollt. Na egal, zu spät. So. Und Chris? Du schießt auch alles, was du hast. Alles daneben. Hm. Oh Mann. Ich krieg wieder voll aufs Maul. Oh, und jetzt nochmal hier 5 Max. Mhm. Es müssen Max draufgehen. Nicht meine. Gegnerische. Das sind einfach zu viele. Vor allem die ganzen Sensorloks. Wir können einfach nicht ausweichen. Wir kriegen so aufs Maul. Vielleicht sollte ich mich hinter dem Berg verstecken, damit die zu mir kommen müssen. Geh drauf. Nicht mal durch... Doch, durch die Arme gekommen. Oh, nice. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Ja. Nochmal sorry. Oh. Ey, wir sind bald flachgelegt. Haben wir noch ein bisschen? Ja. Ganz klein bisschen. Chris muss weg. Uff. Ah, ein Dragon ist da auch noch am Start. Genau. Waiting for orders. Location confirmed. Okay, eine Zikade steht da auch noch. Langstreckenraketen. Die PPK hätte ich schon gerne weg. Aber mein Plan jetzt. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Die auf uns zulaufen müssen. Okay, Sensorlock. Aber ich bin hier hinterm Turm, aber das ist den Raketen egal. Über die Hälfte Armor weggeschossen. Okay, die müssen sich bewegen. Das ist sehr schön. Halten wir uns da auch noch zurück? Okay. Wir ziehen die raus.
Jo. Ja, wir springen hier hin. Roger that, Commander. I'm receiving you. Katja kann ja auch nichts treffen. Oh, hier ist schon die Map Edge. Okay, dann dürfen wir nicht mehr so weit nach hinten. Ja, Commander. Du kannst noch in den Wald sprinten. Okay. Wir haben Sichtkontakt. Nice. Und die Türme sehen uns nicht mehr. Hey, wir verzögern. Das war die Zikade. Okay. Commander? All right. Auf wen schießt du? Auf den Spider mit den zwei M-Lasern? Nee, wieder auf die Zikade. Roger. Ich glaube, wir gehen alle auf die Zikade. Ja gut, ich werde da nicht wirklich was machen können. Reporting heavy damage. Standing by. Wir nehmen nochmal extra Schutz dazu. Hostile removed. Zeit gewonnen, dass einer verreckt. Mr. G, kannst du hier hoch und schießen? Nee, du müsstest hier rüber. 55? Auch 55. Okay, dann so. Um, 75? Wo hat er seine PPK drin? Hier. Aha, dann schießen wir das da bitte weg, wenn es geht. Okay, dann ist dem seine PPK-Gefahr gebannt. Und ich hier hinten, uff. Oh, die gehen alle auf mich, oder? Die werden alle auf... Ach du Scheiße. Ich ziehe mich hier noch ein bisschen in die Richtung zurück. Und hoffe, dass ich dann in deren Rücken fallen kann. Ist okay. Try aiming next time. See what you get. Oh, die Langstreckenraketen, ey. Ist auch okay. Okay, ich bin dran. Chris. Könnte... Und wird. Nice. Target neutralized. Jetzt ist sie zwar ein bisschen ungeschützt. Auch noch gesensorlockt. Oh. Den Firestarter sehen wir. Ist egal. Da stellen wir uns wirklich hier an den Rand. Und hoffen das Beste. 11. Komm schon. Jau, mit einer der letzten Raketen. Okay. Noch 4.
Und bisher ist keine Munitionskiste explodiert. Mr. G, du kriegst da nicht wirklich irgendwas auf die Kette. Wie schaut's aus? Ah, Chris kriegt aufs Maul. Es hat sich auf jeden Fall einer bewegt, aber das bringt mir auch nichts. Richtig? Richtig. Dann springen wir halt ein bisschen für Ausweichen. Und du? Ja, die bewegen sich nicht mehr auf dich zu. Dann springst du wieder halbwegs in die Richtung von denen. Alright. Oh, das endet böse. 49, 34. Ja, ist nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel, was wir abhalten können. Diese scheiß Geschütztürme. Der Gegner war dann schon dran. Komm, wir nehmen alle hier ins Visier. 60%, 65, 90. Der hat 190 Punkte auf dem Torso. Der steht aber seitwärts da. Ich glaube, dann werde ich ihn... Das war der hier, ne? Dann werde ich ihn nicht auf dem Torso... Doch, 33%. Na, dann versuchen wir das mal. Oh, gut, 33 Schaden gemacht. Supi. Yes, Commander. Confirmed. Ja. Affirmative. Es regnet Raketen. Mr. G kann immer noch nichts machen. Chris an der Stelle auch nicht. Aber die müsste sich eigentlich... Müsste sich eigentlich bewegen. Wir sprinten. Wie viel Rückenrüstung hat die denn? Zwar. Oh. Komm, drei Ausweichwerte und Deckung. Da stehen wir auch mal mit dem Rücken zum Gegner. Mr. G hält sich zurück. Gerade so mit der PPK verfehlt. Mr. G kann immer noch nichts anstellen. Ja, dann springen wir ein bisschen weiter nach vorne. Es hilft nichts, wir müssen nochmal hier den Raketenhagel aushalten. Der Arm ist bald weg. Au. Die PPK ist daneben gegangen. Ja, zwei direkt vor der Flinte. Der Jenner. Ja, der Arm ist weg. Okay. Toll, ich sehe eine Munitionskiste. Oh, leck mich doch. Wir springen in den Wald. Wir müssen den Laser höchstwahrscheinlich abschalten, ja, hundertprozentig. Wir kriegen sogar Schaden wegen der Raketen. Oh, das dürfen wir eigentlich nicht. Lieber nicht. Der Jenner 40%. Der Griffin 80. Und der Dragon 50%.
Der Panther hat eine PPK am Arm, glaube ich. Am rechten Arm. Er hat die linke Seite zu uns gedreht. Aber Katja schießt von der Seite. Der hat auch eine PPK am Start. Und wo ist die eingebaut? Im rechten Arm, auch von uns weggedreht. Ja, dann schießen wir auf den Panther. Oh! Ist aber ordentlich auf die rechte Seite gegangen. Ja. Er steht aber auf unwegsamem Gelände. Das könnte was für Katja sein. Wenn ordentlich was trifft, könnte der zu Boden gehen. Na, gerade nicht. Immer so ein Futzelchen bleibt übrig. Immer noch nichts. Chris sieht nur den Jenner. Oder was, Javelin? Der Jenner. Aber Hauptsache wir schaden. Oh, ein bisschen, aber... Ja, wir müssen trotzdem schießen. Ja, alles daneben. Hm. Mr. G kann nichts treffen, der wartet. Hoffentlich bewegt sich noch mal was. Nein. Da bewegt sich nur die Health runter. Okay, Mr. G. Sprinten Sie mal. Du hast ordentlich Ausweichwert. Sprinten Sie mal so, dass du ein bisschen in Reichweite von den Gegnern bist. Okay, doppelter Sensorlock. Mhm. 40% weniger Schaden ist nice. Okay, Mr. G wird nicht angegriffen. Moment. Also der Panther, wir haben einfach so drüber. 70er Werte, 30er, 60er, 80er. Und der würde auch stürzen. Okay, Laser ist zu viel. Wir legen den hier flach. 84 Rüstung am Torso. Mit wem schießen wir da drauf? Okay. Das könnte was werden. Wir schießen mit allem, was wir haben, in den zentralen Torso. Hoffentlich trifft die AK-20, dann ist alles okay. Nice. Noch drei. I'm receiving you. Die Katja. 30, nicht cool. 65, naja, 80. Aber da ist es wahrscheinlicher. Ja. Dass ich den, die PPK zerstöre. Yep. Den ganzen Seitentorso abgerissen. Und zu guter Letzt, Chris. Du hast nichts als Ziel. Sprinten wir in den Wald. Ah, ich hätte mehr die rechte Seite noch mehr drehen sollen.
Mr. G kann Schaden ab. Noch. Noch. Aber jetzt kommen die ganzen Geschütztürme. Die linke Seite wird in Mitleidenschaft gezogen werden. Oh! Wow! Okay. Der Jenna. Natürlich trifft er ein paar Mal. Aber hat Chris nicht 80 Nahkampfschaden? Mhm. 65% Wahrscheinlichkeit zu treffen, aber... Komm schon, triff ihn. Okay, den Haxen ausgerissen. Und der Laser ist daneben gegangen. Liegt am Boden. Ausweichwert verloren. Der Handspeck sieht nicht gut aus. Der sieht ganz und gar nicht gut aus. Wir könnten... ihm in den Rücken schießen. Echt wenig Trefferwahrscheinlichkeit. Damn it. Genau, hier 50%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Und wie viele Raketen sind eingeschlagen? 2? Ey, leck mich doch. Das sah eigentlich gut aus, was da alles eingeschlagen ist. Ja, hat trotzdem noch 51. Ich dachte, ich hätte mehr den Torso getroffen. Mr. G. Du dürftest 65. Wieso denn 65 nur? 75 von hier vorne? So, dann möchte ich eigentlich gar nicht. Moment, seine linke Seite ist nicht so gut, dann drehen wir die rechte Seite ein bisschen. Fast durch die Brustplatte. Nahkampf. Natürlich trifft der. Warum sollte der auch nicht treffen? Die treffen ja permanent. Nur ich hau daneben. Oh, Chris. Das wird böse enden mit ihr. Nur noch am Bein und am Kopf und am Rückenarmor. Wow. Noch nichts weggesprengt. Oh. Jetzt schon. Kackpanther. Das habe ich auch gesehen. Ach, wir müssen ihn hier noch umhauen. Der ist, glaube ich, in der Runde noch dran. Copy that, Commander. Dann alles in die Mitte. Oh, Moment. 30% im Bein. 42 Schaden. Na, vielleicht kriegen wir beide Beine weg. Noch 22. Mist, der steht jetzt auf und haut mir ordentlich eine rein. Wow. Commander, weapon system down. Okay. Präzisionsschlag. Das Bein. Ach, ich komme nicht hin. Na super.
Muss ich da nicht. Fuck, ey. Mann, ey, wieso reicht denn das? Ja. Neun Prozent. Nur weil ich ein klein bisschen schräg stehe. Ach, nerviger Scheiß, ey. Ins Bein geknüppelt. Na super. Das bringt mir nichts. Ja, genau. Triff ruhig nochmal. Ist okay. Stability lost. Oh. I'm wounded, Commander. Neunundfünfzig. Endlich, beide Beine zerstört. Nice. Zwei noch. Oh. Das wird mies. Oh no. Das ist auch mies. Alles ist mies. Alles ist mies. Okay, mein Zug. Chris zuerst. Geht kein Nahkampfangriff. Bewegen bringt eigentlich auch nicht sonderlich viel, außer dass ich hier den Torso besser treffe. Location confirmed. Wie viel hat er noch im Torso? 51. Muss ich ausprobieren. Hilft nicht. Muss ich machen. Okay, Bein zerstört. Solid connection on that one. Er rutscht eine Runde zurück. Das heißt, ich muss ihn umklatschen. Geh drauf. Gut. Katja. 85%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Überhitzung. Das ist mir jetzt egal. Keep an eye on my heat, Commander. Nein. Beziehungsweise ja, aber... Borders? Aufstehen. Das ist mein Befehl. Dann springst... Oh, da kann ich nicht mehr weit... Die rechte Seite ist noch halbwegs gut. Drehen wir zu den Geschütztürmen. Oh, Überhitzung. Ah, dann wird das hier weggesprengt. Habe ich da was drin? Ach halt, das ist der Dragon. Habe ich da irgendwas drin? Nicht unbedingt. Ich möchte eigentlich schon mit der AK-20 angreifen. Das wird jetzt gleich so lustig sein. Angriff, Überhitzung, Torso und Arm weggesprengt. Daneben. Das hat sich also gar nicht gelohnt. Zack. Das hat sich gar nicht rentiert, das hat sich gar nicht rentiert, das hat sich sowas noch nicht rentiert! Linke Arm ist down. Die nächste Waffe weg von Chris. Okay, Katja, du hast noch 25 Raketen. Das ist alles, was du tun kannst.
gauge is getting pretty high. Was kann ich denn da schießen? Auf Munition, Prost Mahlzeit. Chris hat nur noch den leichten Laser. Kann auch nicht mal sprinten, weil ein Bein fehlt. Mr. G. Prozent. Eigentlich müsste ich dich hier hinstellen, aber da hast du... Gefickt. Oh, wenn das zweite Bein weggesprengt wird, dann kann ich auch gar nichts mehr machen. Okay, Mr. G als erstes. Wir versuchen uns so hinzustellen, dass wir den Torso treffen können. Wir müssen ihn diese Runde umklatschen. Alles andere ist irrelevant. Bein hält das aus. Oh, wieder in den Haxen geschossen. 35 und 3. Katja kann nicht springen. Katja kann nur sprinten. Mit mir selbst komme ich wirklich weit. Nice. Kann ich in... Okay. Ich kann hier noch... Hallo? Ich kann so springen, dass ich mehr... Trefferwahrscheinlichkeit habe. Okay, ein Schuss hier rein macht das eh kaputt. Dann machen die vier Schaden gar nichts. Okay. Bein ist weg. Schade, dass der Pilot nicht kampfunfähig ist. Ach, 5 Schaden macht das? Ich dachte 4? Oh ne, das war 4, oder? Ja, puh. Chris kann ihn sehen, aber nicht angreifen. Wir ejecten hier. Okay, was machst du? Nahkampfangriff, irgendwen töten? Daneben schießen. Nice! Jetzt sind nur noch die 3 Geschütztürme. Oh no. Ach scheiße, das ist die... Okay, wir haben noch 180 Rüstung im Torso. Oh, Gott sei Dank. Moment, seine Pier ist vorne. Okay, damit bin ich drunter. Dann schalten wir aber das ab und das an. Jetzt sind wir auf dem Bein schießen können? Ja, Katja sprintet. Für ein extra Ziel. Mr. G! Rupp. Kannst du ihn? Oh. Echt jetzt? Das hätte wirklich treffen sollen. Fuck. Wie kann das denn daneben gehen? Oh Scheiße. Wir kriegen noch mal einmal Raketen rein.
Pilot kampfunfähig, super. Leck mich. Nicht auch noch Mr. G. Okay, die sind alle noch drin. 22, habe ich denn überhaupt so viele Raketen? Ja. 18, da bleiben 4 Raketen übrig. Oh, endlich. Bitte, Mr. G, sei nicht tot. Gute Arbeit, Commander. Mit den Vorräten, die Sie uns gerade beschafft haben, können unsere Battlemechs die Kampflinien des Direktorats durchbrechen. Smith wird frei sein, jetzt für und für alle Ewigkeit. Nice. Und Lord Carousers wird dankbar sein. Ich will ja gar nicht drauf herumreiten, aber wir brauchen seine Hilfe. Und wir werden es schaffen, eine Audienz mit ihm persönlich zu veranlassen. Nice, nice, nice. Oh. Mal gucken, ob Mr. G noch lebt. Der war ja schon mal kurz vom Koma, ey. Wir kriegen 1,5 Millionen. Die mögen uns bald wieder richtig dolle. Chris ist verletzt. Mr. G ist tot. Leck mich. Oh Mann, ey. Spezialwaffen. M-Laser Plus mit Präzision. Oh ja, KSR-4, extra Schaden. Von den Mech-Teilen brauche ich eigentlich nichts. Den Griffin? Nee, der sah nicht... Moment. Ah, nee. Dann nehme ich noch den M-Laser Plus. Griffin einfach so mitbekommen. Na gut. Lord Carousers, es tut gut, Sie wiederzusehen. Sie haben Haus Arano lange Zeit gut gedient. Und treu natürlich auch. Und waren seit langem mein Freund. Ihre Loyalität und Weisheit wird's nie in Vergessenheit geraten. Sparen Sie sich Schmeicheleien, Schoßhündchen. Sie sind nur hier, weil Ihr Frauchen etwas braucht. Ist es nicht so? Na los, raus mit der Sprache. Sie brauchen doch keinen Madeira als Vertretung. Nice. Lord Carousers, meine Streitkräfte haben Ihr System gerade von der Kontrolle des Direktorats befreit. Gestern Nachmittag um diese Zeit habe ich für Sie Krieg geführt. Als Ihre Lehnsherrin fordere ich Ihre Loyalität und die Hilfe Ihrer Technologen. Und ich erwarte, dass Sie mir beides gewähren. Es ist mir gleichgültig, was Sie fordern. Die letzten 3 Jahre hat Ihr Onkel Haus Carousers geradezu ausgequetscht. Sein Direktorat hat meine Hausgarde eingezogen, meine Schatzkammer geplündert und meine Kinder geraubt. Und das alles nur, weil ich Haus Arano die Treue hielt. Und wo waren Sie, als Ihre treuen Verbündeten angegriffen wurden? Als Ihr Volk abgeschlachtet wurde? Sie haben sich im verdammten Grenzgebiet versteckt. Ich habe Ihre nette Übertragung von Veltri gesehen. Sie haben selbst eingestanden, uns dem Tod überlassen zu haben. Wir sagen nichts dazu, wir lassen das mal. Wir verstehen, welche Qualen Sie durchleiden mussten, Sir. Aber ab sofort werden Sie mir den Respekt zollen, der mir zusteht. Ihr eigener Sohn wurde von mir aus der Gefangenschaft geführt. Ich habe gekämpft und geblutet, um ihn zu befreien. Sie haben mein Otto gerettet, das stimmt. Aber er ist nicht mehr der Mann, der er einmal war. Die Gefängnisverwaltung auf Veltri hat irgendwas mit seinem Verstand angestellt. Und meine Tochter Lina. Sie hat sie immer unterstützt, haben Sie das gewusst? Selbst als Sie uns unserem Schicksal überlassen haben, hatte sie noch immer vollstes Vertrauen in Sie. Sie lobte sie immer in den höchsten Tönen. Bis das Direktorat ein Exempel an ihr statuiert hat. Lina war kaum 20 Jahre alt, als sie in ihrem Namen starb. Mein Treuschwur ihrer Sache gegenüber ist mit ihr gestorben. Wenn sie also meine Hilfe benötigen, werden sie mich dafür entschädigen. Sie haben eine Aufgabe für meine Technologen, ich habe eine Aufgabe für ihre Söldner. Ein Dienst im Tausch gegen einen anderen. Andernfalls werden sie mit leeren Händen zurückkehren. Es tut mir so leid, Lord Carousers, ich wusste nichts davon. Als Mitglied des Rats der Gründerhäuser der Auriga-Koalition haben Sie Anspruch auf meine Unterstützung und ich werde sie Ihnen gewähren. Meine Söldner werden Ihnen uneingeschränkt helfen, ich werde den Vorgang persönlich beaufsichtigen, das verspreche ich Ihnen. Dann brechen Sie auf, nach Anwelt, dem ersten Mond dieses Planeten. Dort wartet ein Schiff, die Newgrange, sie muss ausgeschaltet werden.
Meine Leute werden Ihnen die nötigen Details zukommen lassen. Und jetzt, gehen Sie bitte. Ich möchte mich mit meinem Sohn widmen. Da unten war mehr als eine Munition, Commander. Ein ganzes Lagerhaus voll kaputter Dragons. Oh, ich brauche Ihnen sicher nicht zu sagen, dass Dragons gute Mechs sind, die einiges an Bewaffnung aufnehmen können. Wenn Sie die Mechs an Bord bringen, mache ich sie wieder kampfbereit. Schauen Sie im Laden nach. Ja. Der Vertrag zur Zerstörung der Nukerange für Lord Karosas ist in der Kommandozentrale. Mr. G ist gestorben. Fuck. Wer schmeißt denn jetzt mit mir die Obstabteilung? Vor unserem nächsten Auftrag müssen wir Reparaturen durchführen. Oh ja, diesmal hat er auch wirklich recht. Also, das ist meine Rekrutierungshalle. Haben wir da schon irgendwas Krasses? Nicht wirklich. Goldhorn? Hört sich lustig an. Waiting on you, Commander. Marco? Dieser Mäckrige arbeitet nur dann für dich, wenn du eine SPK-Wertung von 200 oder höher hast. Uns fehlt ein fucking Teil. Oh Mann. Zum Kotzen. Komm, wir kaufen uns das Dragon-Teil. Der Dragon 1N ist ein bulliger Mech, der eine Menge einstecken kann, dafür aber nicht besonders stark bewaffnet ist. Für einen schweren Mech bewegt er sich ziemlich schnell, was ihn besonders im Nahkampf gegen langsamere Ziele gefährlich macht. Wunderbar. Ein Stalker. Oh. Okay, was habt ihr denn an Waffen? Eine AK 2 Plus. 2 Präzision. 25% Crit. Eine AK 5 Doppel Plus. 20 Stabi-Schaden. Wow, AK 20 Plus Plus. Plus 10 Schaden und Stabi. Ja, her damit. Eine LBX. Was macht das denn? Mit jeder Salve mehrere gewaltige Streugeschosse, die Stabilitätsschaden verursachen. Schredder Streukanone. Plus 4 Stabi. Ja, komm. Bauen wir auch mit ein. Irgendwo. AK 10 Plus mit Crit, mit Schaden, mit Präzision. Wir nehmen den Schaden dazu. New weapon systems available. Haben wir von dem irgendwas? Ja, wir kaufen mal lieber welche. Ich glaube, wir haben mal eins gekauft, aber... Okay. Puh, ich mache für die nächste Folge die Mechs bereit. Ich werde auch den Dragon umrüsten. Ich werde alle möglichen Sachen bauen. Ich werde hier die Mech-Krieger editieren. Ich werde die Mech-Krieger leveln. Ich werde alles Mögliche machen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die ist lang genug hier. Ciao.